Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zum Twilight Princess Randomizer. Hier in Schloss Hyrule geht es weiter. Wir haben im letzten Part den Vorhof fertig gemacht und ihr habt mir auch schon fleißig wieder Kommentare geschrieben, dass wir wohl Goldinsekten vergessen haben, ne? Ja, hier, guck mal, der Herkuleskäfer. Ne, der Hirschkäfer, genau, den haben wir vergessen, den männlichen. Müssen wir auf jeden Fall nochmal abgeben. Also wir werden sowieso aus dem Schloss nochmal rausgehen, keine Sorge. Denn spätestens, wenn wir alle Schätze haben, alle Goldinsekten haben, gehen wir nochmal raus. Aber ich würde sagen, damit wir jetzt hier die Spannung nicht unterbrechen, geht es erstmal weiter hier im Schloss von Hyrule. In der großen Eingangshalle. Ach ja. Wer kommt denn jetzt? Meine Freunde. Und das Schöne ist, ich habe immer noch die große Wirbelattacke hier am Start. Deswegen alles kein Problem. Das macht es halt einfach unglaublich leicht, ne? Okay, das war's schon. Ah, so easy. Schatzkiste gibt's auch. Perfekt. So, wie war das hier in dem Raum? Das war so ein bisschen merkwürdig. Also wir können hier jetzt mit dem Greifhaken uns ein bisschen hin und her ziehen. Dieser Podest hier ermöglicht uns auf jeden Fall erstmal dahin zu kommen. Und ansonsten ist das hier ein bisschen tricky, sage ich mal. Wir öffnen aber erstmal eine Schatzkiste und kriegen eine weitere Geisterseele Nummer 56. Also ich bin guter Dinge, dass wir die hier noch zusammenkriegen im Schloss. Und ich glaube, vereinzelt kommen dann hier diese Kronleuchter auch runter, je nachdem, wo wir hier durch so eine Tür kommen und irgendeinen Schalter betätigen. War mir zumindest so. Genau, und da kommt, glaube ich, auch noch eine Schatzkiste rum. Oder muss ich hier unten noch irgendwas machen? Ich glaube nicht. Da ist verschlossen. Aber da ist, glaube ich, ein Schalter. Da kann ich mir dann irgendeinen Kronleuchter runter machen, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum, weil komme ich hier nicht überall ran? Naja. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wir... Okay, da muss ich noch ein bisschen runter. Wir gehen erstmal vereinzelt in die Räume rein. Was heißt vereinzelt? Das ist der einzige Weg. So, ich bin gespannt, was uns doch so erwarten wird hier. So weit ist es ja gar nicht mehr, ne? Oh, hi Kumpel. Ja. Hast deine Deckung unten gelassen, wollte ich dir nur sagen. Los, mal nochmal. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Dü-dü. Und das war's mit dir, mein Freund. So, easy peasy lemon squeezy. Jetzt machen wir hier nur noch Wirbelattacken und greifen an. Und dann ist der auch ganz schnell down hier, der Kumpel. So, das war's. Dam. Dadam, dam. Und es gibt eine weitere Schatzkiste für uns. So, ich trinke erstmal einen schönen Schluck Kaffee, Leute. Ja, ich bin ein bisschen traurig, ne? Das Projekt neigt sich wirklich langsam dem Ende zu hier. Da bekommt man so ein bisschen, naja, man ist schon ein bisschen traurig. Weil ich, habe dieses Projekt wirklich gerne gespielt. So. Hier kann ich auch wieder die Rüstungen kaputt machen. Ich glaube, das bringt aber gar nichts, ne? Das Herzchen sind da drinne. Hier kann man sich jetzt diese Dinger vereinzelt runterfahren und hochfahren. Ich glaube... Ah, die Lampe ist so cool, ne? Genau. Ich glaube aber... Ich muss Fackeln ausmachen, damit das hier weitergeht. Ich glaube fast ja. Es gibt hier eine bestimmte Kombination, die muss irgendwie erfüllt sein und dann passiert da irgendwas. Ne, die Fackel brauche ich jetzt nicht. Der Boomerang und dann mache ich mal so. Was passiert dann? Genau, dann fährt... Ach so. Oh. Alles klar, nochmal.
Auch nochmal runter das Ding. Ja, theoretisch muss doch einfach alles unten sein. Ich hopp's da einfach gleich drauf, ne? So. Und fertig ist der Lack. Schon sind wir oben. So, Schatzkiste. Geld. Ja, okay. Nehmen wir mit. An sich ist es egal, wo wir lang gehen. Wir werden sowieso in alle Räume gehen. Deswegen, ich gehe einfach mal da lang. Uns fehlen immer noch 3 Herzteile. Damit wir den letzten Herzcontainer bekommen. So, warte mal. Hier gab es jetzt auch... Hier mussten wir, glaube ich, mit... Warte mal, wie war denn das? Hier konnte man irgendwie durch die Dinger durchballern. Aber wie haben wir das weggemacht? Mit Pfeilen einfach? Konnte man hier nicht irgendwas wegschießen? Oder mussten wir hier erst alle Fackeln anzünden? Oder mussten wir alle Lichter löschen? Oh Gott. Jetzt haben wir Schaden bekommen. Aber da gibt es ein Herzchen und dann sind wir wieder voll. Schön. Ja komm, ich mach erstmal alles an. Es scheint eine spezielle Reihenfolge zu geben. Oder wir müssen einfach schneller sein. Ich glaube, es gibt eine spezielle Reihenfolge. Kann das sein? Ja. Es gibt eine spezielle Reihenfolge übrigens. Boah, ist das dunkel. Meine Güte. Wir müssen hier, glaube ich, anfangen. Hätte ich gesagt. Dann hier. Das war jetzt auch falsch, ne? Dann muss ich hier vielleicht anfangen. Okay, machen wir hier. Hier. Sag mal. Ich warte jetzt nochmal, bis alles erloschen ist. So. Also es kann nur sein, dass wir entweder hier anfangen. Ich beeile mich jetzt mal ein bisschen. Okay, war richtig. Jetzt geht die Tür auf, richtig? Jupp, alles klar. So, gibt es hier in diesem Raum noch andere Geheimnisse? Ich meine, wir haben ja hier noch die Rüstung. Alter, wie viel das zockt, ne? Warte mal, das wollte ich machen. Wie viel Mana das einfach zockt, mal kurz die Lampe rauszuholen. Ist ja unfassbar. Aber die Rüstung bringt hier tatsächlich so gar nichts, ne? Irgendwie die mal kaputt zu machen. Man kriegt nicht mal wirklich Items raus. Ja, okay, dann weiter geht's, würde ich sagen. Wir kommen eh gleich auf den nächsten Balkon. Es geht jetzt nach draußen. Oh Gott. Gleich geht's nach draußen. So, das sind halt auch gar keine Gegner mehr für uns. Kommt her. Den hinteren direkt weggeballert. So. Und das war der. Ach, voll geil, ey. Wie die Gegner einfach fliegen. Okay, ansonsten... Ja, jetzt geht's hier raus auf die Burgmauer. Und hier können wir, glaube ich, einen Schalter aktivieren. Right? Right. So, und jetzt kommt, glaube ich, der Kronleu... Okay. Genau, der ist jetzt runtergekommen. Was mir das genau bringt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Da drüben müssen wir halt auch noch rausgehen. Mal später. Ich gehe jetzt erstmal auf die Burgmauer. Na, na. Schön. Die Musik ist echt toll. Ich finde es auch gut, dass sie die beibehalten haben. Ob das jetzt aber auch später noch so bleibt, muss man sehen. So, jetzt gibt es, glaube ich, einen Fight. Ich glaube. Rüste mich mal ein bisschen aus. Ja, ich brauche Eisenstiefel, ne? Gegen den Kumpel hier. Na los, zeig mir mal dein Schild.
So fetzt man die easy weg. Das war's doch, oder? Ja, oh. Und dann kriegt man eine Schatzkiste. Wunderbar. Da freue ich mich doch. Weiter geht's. Was haben wir hier? Ach, schon wieder Geld. Und nur 10. Also eigentlich gar nichts. Schade. Was ist denn da mit den Texturen los, Alter? Das sieht ja sowas von unscharf aus. Was ist das denn? Okay. So, hier könnten wir theoretisch rein, oder? Ja, das würde gehen. Ich meine, Schlüssel haben wir ja alle. Ich glaube, wir könnten sogar in die Schatzkammer schon vordringen. Da müssen wir, glaube ich, dann nur einen Fight bestehen. Ah, hier ist der... Hier kommt doch noch ein Kampf, oder? Krieg ich for free? Hä? Dann vielleicht, wenn ich rausgehe wieder? Einfach in beide Schatzkisten 10 Rubine reingeballert. Wie traurig. Ah, ich muss jetzt echt auf der anderen Seite langlatschen? Stimmt. Krass. Ja gut, dann machen wir das immer schnell. Und hier gehen wir dann zum Schluss rein. Wir machen unten erst alles fertig. Ist doch, glaube ich, besser, oder? Wenn wir erstmal eine Sache abschließen. Ich meine, das sind jetzt noch 2 Schatzkisten. Mit ein bisschen Gekämpfe, das kriegen wir doch schnell hin. So, genau, dann laufe ich einfach mal hier zurück und laufe dann auf der anderen Seite lang. Holen uns die 2 Schatzkisten dort noch und dann war es das auch schon. Wunderschöne Musik. I love it. Ja, uns fehlen halt noch so ein bisschen... Das Falkenauge fehlt noch. 3 Herzteile. Ich habe schon vergessen, hier wieder eine Geisterseele hinzuzufügen. Ach nee, warte. Da habe ich ja die Geister immer nur hinzugefügt. Ich habe 55 Geister. Habe ich da wirklich... Ich hab bestimmt irgendwas vergessen. Ihr habt keine 5 Geister vergessen. Ach, jetzt sind wir... Wir sind schon da, okay. 5 Geister kommt mir richtig hart vor. So, Tschüssikowski, meine Freunde. Und dann gehen wir hier gleich mal mit Pfeilen ran. Denn wir haben hier Bilder. So. Zack. Da ist ein Schalter drin. Und da ist auch ein Schalter drin. Sind hier überall Schalter drin? Oh ja. Brauchen wir eine spezielle Reihenfolge wieder? Überall Schalter. Oder müssen wir einen bestimmten abschießen? Oh. Könnte ich mir jetzt theoretisch nochmal Öl holen. Ja. Genau. Das war super. Man merkt vielleicht ein bisschen, ich bin wieder aus der Steuerung ein bisschen raus. Ich habe jetzt schon über eine Woche nicht mehr gespielt und hatte die ganze Zeit Minish Cap oder Minish Cap gespielt. Zack. Da holen wir jetzt nochmal die Lampe. Ich glaube, die brauchen wir aber jetzt gar nicht mehr so. Richtig. Okay. Herzchen. So, der Schalter war schon mal falsch. Vielleicht müssen wir aber trotzdem einfach alle aktivieren. Natürlich. Okay, nee. Das ist ein bestimmter Schalter, den man aktivieren muss. Ich werde trotzdem den letzten jetzt auch noch anschießen. Einfach, dass wir alles gesehen haben. So. Kriegen wir noch ein Herzchen? Nö, natürlich nicht. Das finde ich jetzt aber nicht so nett. Shit. Das war's mit meiner Riesenwirbelattacke. Ich hoffe, was haben wir hier für einen Gegner? Natürlich. Natürlich haben wir 2 von denen. Was ist, wenn ich ihn anschieße? Kommt der denn her? Nö, das juckt den überhaupt nicht. Hey Kumpel. Jo, geil. Ich habe ihn getrickert. Erst ein, weil wenn du, ja, wenn du die zu zweit machst, dann ist immer so ein bisschen eklig, sage ich mal. Man muss dann nur aufpassen, dass man den zweiten nicht auch noch triggert. Deswegen, ich lotse den erstmal ein bisschen zu mir. So, let's go. Hm.
Das lief ziemlich gut. Und der Rest ist ja Pillepalle. Ah nein, jetzt hat er mich erwischt. Du Penner! So, das war der. Gibt's ein Herzchen? Sehr schön. Oh, der hat sogar noch mehr Herzchen gegeben. Alles klar, Kumpel. Zack, zack. Sehr schön. So. Oh nein. So, Nummer 1 und Nummer 2. Ja, war doch easy, oder? Haben wir doch gut gemacht. Einmal hat er uns getroffen. Bin ich voll zufrieden mit. So, jetzt holen wir uns die letzten zwei Schatzkisten hier noch. Und dann geht's oben durch Haupttor in, ja, so ziemlich ins Finale rein, würde ich sagen. So, Schatzkiste. Schluck Kaffee. Also langsam könnten wir die letzten Herzteile aufploppen. Beziehungsweise die Insekten. Ah, perfekt, Schmetterling. Da fehlen uns jetzt auch zwei, richtig? Ihr hattet gesagt, der Hornkäfer, genau. Jetzt haben wir den Schmetterling noch und die weibliche Schnecke fehlt uns noch. Genau. Dann haben wir alle. Also ein Insekt noch. Dann sieht das Ganze doch schon besser aus. Und wir holen uns jetzt auch schnell hier drüben die Schatzkiste und dann haben wir... Ah, da komme ich jetzt so nicht hin. Ist ja doof. Das heißt, ich muss wahrscheinlich... Warte mal, wie mache ich denn das? Habe ich hier noch einen Schalter? Nee. Aber ich habe jetzt das hier runtergelassen, oder? Komme ich hier nicht irgendwie dran? Nee. Aber muss ich über den Kronleuchter da dran? Und so? Ja, okay. Bisschen merkwürdig, aber... Ich hoffe, es lohnt sich wenigstens. Ja, ja. Hat sich richtig gelohnt. So, warte mal. Ah. Ihr hattet schon gesagt, ihr findet die Randomizer, die ich mache, ziemlich geil. Bloß das mit der Musik ist immer nicht so eures, dass die gemixt sind. Also ich habe beim Randomizer von Majora's Mask und Ocarina of Time Combo Randomizer jetzt auch eine ähnliche Einstellung. Da komme ich jetzt gar nicht hoch. Muss ich jetzt echt den Weg wieder rumlaufen? Das ist schon ein bisschen weit weg. Oder schaffe ich das irgendwie? Ich habe diesmal aber eine Custom-Musik-Playlist runtergeladen, die eigentlich ganz angenehm sein sollte. Ich habe mir jetzt nicht jedes Lied angehört, aber ich hoffe, dass das halbwegs passt und ihr damit zufrieden seid. Okay, ich glaube, ich komme hier nicht lang so. Es sei denn, ich komme über den da rein. Das könnte vielleicht klappen. Jo, okay. Perfekt. Da bin ich ja auch mit zufrieden. So, dann haben wir alle Schatzkisten. Wir haben jetzt wenigstens noch ein Insekt bekommen. Das heißt, wir können auch noch zwei Insekten abgeben, die ja auch nochmal potenziell Items geben. Und ansonsten haben wir noch eine fette Schatzkammer. Also eine richtig fette Schatzkammer. Ich glaube, warte mal, Karte. Wir gehen jetzt hier rein, genau, dann sind wir aber schon durch. Also es ist nicht mehr viel. Es ist eigentlich nur noch die Schatzkammer. Aber da sind gefühlt, ich weiß nicht, 20 Schätze drin, 15. Da kann noch mal richtig was drin stecken. Es ist halt richtig geil, diese Schatzkammer. Das ist sowas, was man sich in jedem Randomizer einfach wünscht. Und ich hoffe, da bekommt man das letzte Insekt, vielleicht noch ein paar Herzteile, die Falkenmaske. Und Geisterseelen. Ich hoffe, das ist da alles drinne. Ach ja. So, wir haben jetzt gar keine Musik mehr. Hier müssen wir jetzt den Rittern folgen. Die weisen uns den Weg. Sind das eigentlich...
Was ist denn das? Sind das tote Ritter von Hyrule, die von Ganon getötet wurden oder so und die uns jetzt helfen? Was meint ihr, woher diese Geister kommen? Warum wir die jetzt sehen? Weil das, ja, das sind ja, wir sind ja eigentlich in der Schattenwelt, ne? Wir sehen das in der Schattenwelt. Müssen ja Ritter von Hyrule sein, die haben ja auch so eine Rüstung an. Aber warum sehen die so richtig creepy aus? Die müssen ja tot sein, oder? Schreibt mir mal da eure Philosophie dazu auf. Würde mich mal interessieren. Jo, ich würde sagen, im nächsten Part machen wir hier weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zum Twilight Princess Randomizer. Tschüssi, Leute.